Hallo, liebe ZuschauerInnen auf der dunklen Seite der Macht. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr eure Ubuntu LTS-Version auf die neue LTS-Version aktualisieren könnt. Denn, wie ihr vielleicht wisst, ist genau heute auf dem Tag die neue LTS-Version 24.04 veröffentlicht worden. Canonical veröffentlicht sogenannte LTS, das steht für Long-Term Support Version, also die haben eine Langzeitunterstützung, die veröffentlicht Canonical alle 2 Jahre. Und jetzt ist es wieder soweit, denn genau im April kommt dann immer die neue Version raus. Die letzte war 22.04 und die aktuelle LTS-Version ist 24.04. Die nächste wird dann 26.04 sein. In diesem Video möchte ich euch also zeigen, wie ihr eure bereits bestehende LTS-Version, nämlich 22.04 in dem Fall, auf die neue LTS-Version, nämlich 24.04, aktualisieren könnt. Die Prinzipien ähneln sich aber immer, das heißt, ihr könnt dieses Video dann auch beim Wechsel von 24.04 auf 26.04 wieder anwenden. Als allererstes möchte ich euch noch zeigen, wo ihr die neue Version sonst auch herunterladen könnt, denn wir schauen uns parallel gleich auch noch den neuen Installer von der neuen Version Noble Numbat mit an. Hier auf releases.ubuntu.com/24.04 könnt ihr das aktuelle Desktop-Image schon herunterladen. Ich habe jetzt hier für euch mal eine VM vorbereitet, auf der läuft aktuell noch ein Ubuntu LTS, was aktualisiert werden möchte, nämlich in der Version 22.04. Als allererstes empfehle ich euch erstmal, die Installation immer in einer TTY auszuführen. Denn es kann sein, dass bei der Installation Teile des Desktops ersetzt werden oder zum Beispiel auch der Network Manager, der für die Netzwerkverbindung zuständig ist. Und wenn es da zu Abbrüchen oder Unterbrüchen kommt, dann kann es sein, dass die Installation einfriert und ihr müsst das dann manuell wieder korrigieren. Ubuntu reagiert da seit einiger Zeit ein bisschen anders, nämlich sie versuchen Fehler gar nicht erst für den Enduser sichtbar zu machen und zeigen dann einfach nur diesen sogenannten Sad Mac, also so ein trauriges Computerbildschirmchen, wo man gar nichts mehr machen kann und dann kann man noch nicht mal mehr auf die TTY wechseln. Das ist also sehr schade, das ist auch gar nicht praktisch, das so zu lösen. Sie wollen da es dem User einfacher machen, aber sie erreichen da leider das Gegenteil. Also aktualisiert in der TTY. Wenn ihr es ganz sicher haben wollt, installiert euch noch den Screen. Also das könnt ihr mit Screen, könnt ihr ein virtuelles Terminal nochmal aufmachen. Das zeige ich euch jetzt gerade mal als erstes, wie das geht. Dazu gebt ihr in einer Konsole sudo apt install screen ein. Jetzt wird hier Screen, das ist eine ganz kleine Applikation, bereits installiert. Die ist jetzt schon drauf. Jetzt möchten wir zunächst mal auf die TTY schalten. Das kann man ganz einfach, nämlich mit sudo systemctl isolate und dann multi-user.target. Das war früher mal der Run Level 3. Jetzt schalten wir einfach in das Multi-User-Target. Jetzt wechselt das System von der grafischen Oberfläche in die TTY und dort kannst du dich mit deinem Benutzer ganz normal wieder anmelden. Mein Benutzer heißt jetzt hier Ubuntu mit meinem entsprechenden Passwort. Jetzt hatten wir ja vorher die Applikation Screen installiert. Die können wir jetzt einfach mal starten. Screen. Und jetzt macht er sozusagen das virtuelle Terminal hier auf. Ich drücke hier einfach Enter und bin jetzt hier im Screen schon drin. Ich kann jetzt mit Exit wieder raus und bin wieder auf meiner normalen Konsole. Jetzt hat er die Screen-Sitzung beendet. Ich mache jetzt nochmal ein Screen. Enter. Und sage jetzt aber nicht, ich mache jetzt hier noch ein LS drin. Ich sage jetzt nicht Exit, sondern ich sage Kontroll oder Steuerung. Halte die Taste gedrückt und drücke dann gleichzeitig erst A und dann D. Jetzt sagt er hier, er hat den Screen detached. Also er hat sich jetzt getrennt von diesem Screen-Bildschirm. Der läuft im Hintergrund aber weiter und alles, was da drin läuft, wird auch weiterhin ausgeführt. Also wenn ich da jetzt zum Beispiel einen Top ausführen würde, um die Last des Systems anzuzeigen, würde das da im Hintergrund weiterlaufen. Das können wir nochmal gucken. Ich kann mich jetzt wieder reconnecten. Screen minus R. Jetzt bin ich wieder drin und ihr seht, ich bin wieder genau an der Stelle, wo ich war. Ich
gebe mal Top an, Ctrl A, D, jetzt sage ich hier LS, bin hier außerhalb vom Screen, jetzt sage ich Screen minus L, bin reconnected und sehe hier das laufende Top im Hintergrund. Das beende ich jetzt mal, denn wir wollen ja jetzt das eigentliche Update ausführen. Unter Ubuntu gibt es ein Kommando zum Aktualisieren des Systems, das heißt do release upgrade. Das kann ich ausführen mit sudo do minus release minus upgrade. Jetzt ist es so, jetzt sagt er hier, es gibt noch keine neue Version, obwohl die neue Version bereits schon vorhanden ist. Also ihr könnt die ISOs schon runterladen. Es dauert aber immer einige Tage, bis das dann überall verfügbar ist. Ich kann das aber hier jetzt forcieren mit do release upgrade, also do minus release minus upgrade minus D. Und dann würde er die Aktualisierung auch so ausführen. Denkt bitte dran, jetzt müsst ihr das hier nochmal mit J bestätigen. Die eigentliche Installation, die funktioniert so, er ändert jetzt die Sources List, etc apt Sources List und trägt da die neue Version ein, nämlich von Jemmy, das ist die vorherige Version, 22.04, auf Noble, das ist die neue Version, 24.04. Ubuntu verwendet außerdem jetzt hier im Hintergrund auch noch Snap-Pakete seit einiger Zeit. Das heißt, er guckt auch, dass die entsprechend auch noch mit aktualisiert werden. Und das macht er jetzt alles für dich automatisch. Denk aber bitte daran, das kann einiges an Zeit in Anspruch nehmen. Die Installation dauert so mindestens, also bei mir hat es jetzt 1 bis 2 Stunden gedauert, also plant euch da wirklich Zeit ein, denn wenn ihr die mittendrin abbrecht oder auf einmal losspringen müsst, weil ihr irgendwie auf den Zug müsst oder zur Arbeit oder in die Schule, dann ist das blöd. Also lasst das wirklich, nehmt euch die Zeit, lasst das im Hintergrund laufen. Ihr könnt da parallel auch was anderes machen, Podcast hören oder meine anderen YouTube-Videos an. Ich sage jetzt hier fortsetzen, ja, er sagt mir, was hier genau gemacht würde. Und jetzt würde die eigentliche Aktualisierung im Hintergrund schon ausgelöst. Er versucht jetzt natürlich, das alles herunterzuladen, das dauert jetzt halt hier seine Zeit. Und wir können uns jetzt parallel mal das neue System hier schon genauer angucken. Wir haben hier jetzt schon ein Ubuntu in der neuen Version mal auf einem neuen virtuellen Maschine im Live-Modus gestartet und dann begrüßt sich das System erstmal so. Ihr seht, der Installer hat sich im Vergleich zur vorhergehenden Version ein wenig geändert. In erster Linie betrifft das einerseits das Aussehen des Installers, aber auch die Menüführung, die ist deutlich einfacher und zugänglicher geworden. So könnt ihr hier am Anfang schon mal die Sprache auswählen, klickt auf Weiter und hättet hier die Möglichkeit, einige Einstellungen im Bereich der Barrierefreiheit durchzuführen. Das könntet ihr immer schon hier oben über dieses Icon und ich könnte jetzt hier zum Beispiel Large Text einstellen, dann seht ihr das Ganze auch besser. Also hier könnt ihr das wirklich auf eure Bedürfnisse noch einstellen, falls ihr da Unterstützung benötigt. Ich sage jetzt hier weiter und könnt jetzt hier schon die Tastatur definieren. Ich habe jetzt hier tatsächlich auch ein deutsches Tastaturlayout. Ihr könntet aber auch das passende Tastaturlayout zum Beispiel für die Schweiz hier raussuchen und dann euch hier auswählen. Hier unten gibt es wie üblich so ein Eingabefeld. Ich teste das da auch immer ganz gerne und zwar am besten mit Umlauten, weil dann sehe ich E, Ü, O, Ö, dann sehe ich sofort, hat es denn geklappt. Ich sage jetzt hier weiter. Jetzt könnte ich hier den Rechner noch mit dem Internet verbinden. Es handelt sich jetzt hier um eine virtuelle Maschine. Das heißt, die ist jetzt schon hier mit dem Internet verbunden. Wenn du jetzt WLAN hättest, könntest du hier noch eine WLAN-Verbindung aufbauen. Und das empfehle ich dir auch, weil dann kannst du die Installation wirklich auch mit Zusatzpaketen aus dem Internet ausrüsten. Ich sage hier weiter. Jetzt fragt er mich erst an dieser Stelle, es kam früher ganz am Anfang, ob ich Ubuntu installieren oder ausprobieren möchte. Das haben sie extra so verschoben, etwas weiter nach hinten, weil jetzt habe ich schon mal die Tastatur richtig konfiguriert, die Sprache richtig eingestellt und möglicherweise schon eine Internetverbindung, kann also auch, wenn ich das System nur ausprobieren will, richtig was damit anfangen. Ihr könnt das natürlich, wenn ihr das nicht braucht, auch jederzeit einfach schließen, also dieses Installationsprogramm. Dann ist es einfach Default auf Englisch und ihr müsst die Internetverbindung halt noch manuell ausführen. Ich wähle hier jetzt den Punkt Ubuntu installieren, denn wir möchten ja die Installation anschauen. Und hier ist auch was neu hinzugekommen, nämlich die Wahl, ob ich eine interaktive Installation durchführe. Interaktiv heißt, das System fragt mich Dinge oder eine automatisierte Installation ausführen möchte. Bei einer automatisierten Installation benötige ich aber ein sogenanntes Auto-Install-YAML
Skript oder eine Definitionsdatei ist das eigentlich, eine YAML-Definitionsdatei, wo drin steht, wie das System aussehen soll. Mit dieser Auto-Install YAML hätte ich auch die Möglichkeit, Systeme immer wieder gleich zu installieren. Also ich würde mir einmal so eine Auto-Install-Datei generieren und könnte die dann immer wieder nutzen. Ich sage jetzt hier in dem Punkt aber interaktive Installation. Jetzt gibt es auch nochmal einen neuen Punkt, nämlich werde ich gefragt, ob ich eine Standardinstallation ausführen will. Da wird wirklich nur das Allernötigste installiert, nämlich erstmal ein Webbrowser, in dem Fall der Firefox. Der läuft übrigens seit einiger Zeit im Snap, also in dem beliebten, bei Ubuntu beliebten Snap-Format, oder eine vollständige Installation. Also vollständig heißt dabei natürlich auch nicht gerade alles, sondern da ist dann ein Office-Programm mit dabei und zusätzliche Dienstprogramme sowie einiges an Spielen. Spiele werden in der Standardinstallation jetzt nicht mehr mit installiert. Ich sage jetzt hier weiter. Jetzt werde ich wie üblich gefragt, ob ich jetzt zum Beispiel auch noch proprietäre Grafikkarten oder WLAN-Treiber installieren möchte. Ich sage jetzt hier mal ja. Ich empfehle euch das auch, weil dann wird eure Hardware optimal unterstützt. Hier könnt ihr noch wählen, ob ihr noch zusätzliche Medienformate auch abspielen lassen möchtet. Und zwar werden dann die Codecs, die dazu notwendig sind, auch gerade mit installiert. Ich wähle auch hier ja. Jetzt wird hier weiter gefragt. Ich sage hier, er rödelt jetzt hier ein bisschen. Und jetzt kann ich hier sagen, was möchte ich machen. Ich hatte jetzt hier schon ein Ubuntu mal vorher drauf. Ich sage jetzt löschen, neu installieren und kann jetzt hier mein Konto anrichten. Ich sage jetzt meinen Namen, den nenne ich jetzt mal Ubuntu. Ich sage jetzt mal Ubuntu minus Noble. Benutzername wie üblich immer in Kleinbuchstaben, Ubuntu, kann jetzt hier ein Passwort ausgeben. Wählen. Ich wähle jetzt mein Passwort ein, und muss das hier unten nochmal wiederholen. Und hier kann ich wie üblich wählen, ob ich mein Passwort zum Anmelden abfragen möchte oder nicht. Ich sage jetzt hier weiter. Jetzt wird automatisch meine Zeitzone hier schon eingestellt. Der erkennt das anhand der Internetverbindung, erkennt er meine IP-Adresse und kann dadurch meinen Standort zuordnen und legt dann automatisch hier die Zeitzone fest. Falls ihr jetzt keine Internetverbindung hättet bei der Installation, dann müsstet ihr das hier oben manuell auswählen. Ich sage jetzt hier weiter. Jetzt fragt er mich hier nochmal am Abschluss, ob das alles so in Ordnung ist. Das prüfe ich jetzt hier nochmal und kann dann die eigentliche Installation bereits starten. Ich klicke hierzu auf den Punkt Installieren. Und jetzt wird die Installation im Hintergrund schon durchgeführt. Und hier über das kleine Symbol kann ich mir auch anschauen, was denn da genau passiert. Wir schauen jetzt parallel nochmal auf unsere Aktualisierung, die ja hier auf dem zweiten System im Hintergrund läuft, was denn da so los ist. Er fragt mich jetzt hier was. Upgrade to the Thunderbird Snap. Was hat es denn damit jetzt auf sich? Starting from 2004, all new versions of the Thunderbird are only available to Ubuntu users through the Snap package. This package update will transition your system over to the Snap by installing it. It is recommended to close all open Thunderbird windows before proceeding the upgrade. Also er wechselt jetzt hier die Thunderbird-Applikation auf das neue Snap-Format. Also so neu ist das eigentlich nicht mehr. Aber jetzt werden immer mehr Applikationen in dieses Snap-Format umgewandelt. Und da sagt er mir jetzt hier nochmal, ich sollte Thunderbird beenden. Das haben wir natürlich gemacht, weil wir sicherheitshalber hier in der TTY aktualisieren, wie ich das für euch am Anfang schon empfohlen habe. Und er wechselt jetzt tatsächlich auch hier dieses Paketformat von Thunderbird, von dem klassischen Deb, Paketen, was man üblicherweise auf einem Debian-basierten System, wie es Ubuntu ja auch ist, vorfindet, in das neue Snap-Format bei der Installation. Das macht ja alles für dich vollautomatisch, du brauchst dich da gar nicht drum kümmern. Wenn das nachher alles durchgelaufen ist, dann sollte dein System neu starten und dann sollte das genauso aussehen, wie jetzt dieses System, was ich vorhin auf der anderen virtuellen Maschine präsentiert habe. Also führt das wirklich mal aus, nehmt euch die Zeit und falls es dabei irgendwie zu Fehlern kommen sollte, dann meldet euch doch gerne bei uns in den Kommentaren oder am besten in der Telegram-Community, denn dort helfen wir dir gerne und zeitnah auch schnell weiter. Da gibt es viele Leute in unserer Community, die sich sehr gut mit Linux auskennen und da ist sicher jemand dabei, der dieses Problem schon mal hatte oder sicher weiß, wie man es lösen könnte.
Ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner Aktualisierung oder Neuinstallation von dem neuen Ubuntu. Probiere es mal aus. Ich bin gespannt auf dein Feedback, ob es dir gefällt, das neue Ubuntu. Ich finde es sehr gelungen. Ich finde, es wirkt einfach rund und sieht sehr stabil aus bisher. Das kann ich natürlich erst im Laufe der Zeit genauer beurteilen. Bedenkt bitte, wenn ihr Third-Party-Repositories aktiv habt, kommt es da immer wieder zu Problemen. Also probiert wirklich ohne Third-Party-Repositories auf eurem System auszukommen. Also keine PPAs oder solche Geschichten. Das macht immer Probleme. Nutzt dieses neue Snap-Format. Wenn es da nichts gibt, könnt ihr alternativ auch Flatpak nutzen. Flatpak ist eher im Fedora und Red Hat-Umfeld sehr beliebt. Das funktioniert ganz ähnlich wie Snap, nicht ganz gleich, aber bietet auch ganz, ganz, ganz viele Applikationen und die findet ihr auf der Webseite flathub.org und könnt da auch nochmal zusätzliche Apps installieren. Nutzt diese beiden Lösungen, Snap und Flatpak, und dann seid ihr auch sicher bei der Aktualisierung des Systems und habt dann nicht Probleme, wenn ihr ein Dist-Upgrade, das heißt jetzt eigentlich Dist-Upgrade, was hier gemacht wird, oder ein Full-Upgrade, wenn ihr das macht. Denn wenn ihr das Third-Party-Repos nutzt, dann gibt es immer wieder Ärger. Also macht's nicht, nutzt Snaps und Flatpak und dann klappt das auch bei der Distributionsaktualisierung. Bis bald und tschüss!